Hallo Volks und willkommen zurück zu Coral Island im Sommertag 22. Hi Scott. Hey Wombi. Heute ist der Tag. Tag der Eröffnungsfeier. Ich wollte dich nur abholen, damit wir zusammen ins Museum gehen können. Bist du bereit? Oh nein, ich habe etwas zu Hause vergessen. Weißt du was? Warum gehst du nicht schon mal vor und wir sehen uns dann im Museum? Ich muss mich beeilen, Mombi. Wir sehen uns im Museum. Wombi, hast du Scott gesehen? Er ist spät dran. Er sollte die Zeremonie beginnen. Willkommen, verehrte Gäste. Zur Einweihung der Halle der Gründer. Wir möchten allen für ihr Kommen zu dieser großen Eröffnung danken. Dieses Museum ist wahrlich eine Zusammenarbeit zwischen allen Anwesenden. Und auch jenen, die nicht anwesend sind. Wir alle möchten allen unterstützen, die heute hier sind und die an uns geglaubt haben, unseren Dank für den Bau dieses Museums aussprechen. Dieser Raum, diese Halle der Gründer, ist das Mindeste, was wir tun können. So, genug gequatscht. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir endlich offiziell unsere Halle der Gründer eröffnen. Bürgermeister Connor, wenn du uns die Ehre erweisen würdest. Danke, Scott. Ich war ja skeptisch, dass so viele Menschen aus der ganzen Welt uns ihr Geld geben wollen. Aber ich bin froh, dass ich eines Besseren belehrt wurde. Ich bin mir sicher, dass ihr alle schon ungeduldig darauf wartet, die Halle der Gründer von innen zu sehen. Hiermit erkläre ich die Halle der Gründer offiziell für eröffnet. Founders Hole. Wow, sieh mal, das bin ich. Das sehe ich also von hinten aus. Oh Mann, in Wirklichkeit ist es sogar noch prächtiger. Gut gemacht, Scott, du hast es geschafft. Ach was, Millie, danke, dass du an mich geglaubt hast. Minuspunkte gibt es allerdings für die Verspätung. Das kommt dann in deinen Jahresbericht. Ach komm schon, Millie, ich habe so hart daran gearbeitet. Du hast dich gut geschlagen, aber Verspätung ist immer noch Verspätung. Nun dann. Lass ich dich mal die zu Aushaltsbräuche Bürgermeister Connor etwas Hilfe. Das hast du gut gemacht, Scott. Bei der Eröffnung war ich tatsächlich sehr nervös. Wirklich, das sah man gar nicht. Oh, das ist gut. Es ist wirklich cool, wenn man darüber nachdenkt, hä?
Ich hatte diesen Traum, den ich verwirklichen wollte. Und dann habe ich die Welt dabei um Hilfe gebeten. Ich dachte, dass vielleicht eine Handvoll Menschen die Magie hinter meinem Traum erkennen und mir helfen wollen würden. Aber niemals hätte ich gedacht, dass es so viele Menschen sind, die meinen Traum verwirklichen wollen. Das ist irgendwie cool, oder? Oh, das hätte ich fast vergessen. Das hier habe ich vorhin geholt. Das ist für Sie. Nur als kleines Dankeschön für alles, was Sie bisher für das Museum getan haben. Dies ist eine Bürste mit weichen Borsten. Sie ähnelt der, die ich zum Säubern von Fossilien und zerrissenen Zeiten verwende, die ich auf der Insel gefunden habe. Ich denke, sie wird sehr nützlich für Sie sein. Nach dem, was ich bisher von dir gesehen habe, bin ich mir sicher, dass diese Bürste in deinen Händen eine Menge Einsatz finden wird. Lassen Sie mich mal wissen, wenn Sie etwas Spannendes finden, okay? Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Sie dem Museum bringen werden. Bürste mit weichen Borsten. Du hast einen weichen Borstenpinsel erworben. Schalte die Fähigkeit frei, Fossilien und zerrissene Seiten zu bergen. Pinsel mit weichen Borsten. Ich weiß nicht, wo der Pinsel ist. Ist voll. Sechs Tage. Eins, zwei.
Kohle. Nein, ich habe den Geburtstag verpasst. Fische immer noch hier und da, besonders jetzt in der Lachsaison. Charles und ich bereiten uns immer auf einen medizinischen Notfall beim Sandreinigungsfest vor, nichts Spezielles. Es ist gut, wenn man bei großen Zusammenkünften Ärzte dabei hat, falls jemand einen Herzinfarkt erleidet oder ähnliches. Ist nicht da beim Kaufen. Ich danke Ihnen vielmals. Ich bin dankbar für alles, was ich habe, aber das Leben am Meer ist gar nicht so lustig, wie man sich das vorstellt, vor allem nicht im Sommer. Das ist so cool, ich danke euch. Ich liebe es, wenn überall die Gänseblümchen austreiben. Das schreit förmlich nach Sommer. Guten Morgen, Wombi. Du bist heute aber früh, dann machst du Besorgungen? Jupp. Museum. Jetzt noch gar nicht. Blauer Horn. Da nicht rein. Komm ich noch nicht hin? Das ist die Grille. Viel donaten. Hm.
Ratsch, Ratsch. Ich trinke jeden Tag Kaffee. Ja, nein. Ich genieße die vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Jede Tasse bietet. Das ist immer ein tolles Erlebnis. Ein Stimmungsaufheller. Ich hatte es draußen in der Hitze nicht lange aus. Die Hitze wird mir langsam zu viel. Ja, vielen Dank, meine Liebe. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Es macht mir nichts aus, die Futterhäuschen in der Stadt aufzufüllen. Ich habe mehr als genug Freizeit. Zum Schmied. Truhe. Die Geoden zu verarbeiten. Nein.
Prozess Biode Sack. Schüssel. Museum. In dieser Schüssel wurde die Darbietung unserer Vorfahren an die Riesen aufbewahrt. Diese Jahreszeit gibt es Kokosnüsse am Strand. Ja. Erstaunlich, was man mit Hilfe des Internets heute erreichen kann. Das Museum hat jetzt Weltklasse. Ja. Roter Admiral. Joko, was am Sommer macht die Leute sehr produktive. Ich bin früher aufgewacht als sonst und habe tagsüber viel mehr erledigt. Dinka, ich hab deinen Geburtstag vergessen. Willkommen, im Moment habe ich keine Projekte am Laufen. Wenn du also Gebäudeaufwertung hast, die erledigt werden müssen, können wir gleich morgen früh damit anfangen. Sind Sie sicher, Omi? Ja. Um schnell in den Wald zu kommen, bietet ein Waldbaum zwei Gaben dar. Aber ich weiß nicht, was für Bälle ich bin. Du hast eine herausgerissene Seite. Neue Entdeckung. Eine herausgerissene Seite. Öffne dein Tagebuch und gehe zum Abschnitt Notizen, um sie zu lesen. Wer weiß, was du erfährst. Öffne dein Tagebuch. Gehe zu Notizen. Rezeptbrot. Omas Brief. Zerrissene Seiten. Nein. Valentinas Notizbuch. Sommer 15. Ich glaube, Zwillinge mögen und hassen dieselben Dinge. Meine Mutter und Tante Alice sind Zwillinge. Und beide mögen grüne Smoothies.
Fall 3. Mama und Tante Alice sind zusammen joggen gegangen. Sie haben gesagt, dass es ihnen Spaß gemacht hat. Bedeutet das, dass sie gerne laufen? Hm, verdächtig. Fall 10. Papa brachte Kuchen mit Jackfruit-Füllung für Mama und Tante Alice mit. Sie sagten, dass sie sie lieben. Fall 13. Macy hat Pizza aufgewärmt und ich habe Mama gefragt, welche Pizza sie mag. Sie sagte, dass sie und Tante Alice Pizza hassen. Sie hassen Pizza. Tante Alice liebt Olivenöl. Ich muss herausfinden, ob Mama auch Olivenöl mag. Schlussfolgerung. Ich weiß nicht, warum sie Pizza hassen. Pizza ist doch lecker. Erwachsene sind seltsam. Jackfruit. Also sie hassen Pizza. Darf ich eine Pizza da? Heiliger Brei. Blauer Schwalbenschwanz. Hinten liegt was. Komm nicht durch. Wilde Samen. Menschengesicht stehen kannst du dir aber nicht lassen. Ist viel. Steig. Was ist dahinter? Die Würmchen, nice. Die Jacke.
Bevor wir etwas verkaufen, daschen wir zum Museum. Habe ich geschaut, was für Zeit das ist? Vielen Dank, mein Freund. Ah, Sommer. Genieße die Hitze und die Luftfeuchtigkeit, Wombi. Es ist. Ist das nicht einfach toll? Die Leute müssen vorsichtig sein, wenn sie ihre Kinder im Ozean schwimmen lassen. Ich habe schon wilde Legenden darüber gehört, was in den Tiefen so lebt. Ich werde nichts riskieren. Bewegt sich nicht. Gute Nacht, wir gehen ins Bett.